der Förderverein der Stadtkirche, um was kümmert sich der Förderverein? Also der Förderverein Stadtkirche, gegründet 2002, kümmert sich um den Erhalt der Stadtkirche. Das sind in den letzten Jahren, ich darf mal mit Zahlen operieren, weit über 100.000 Euro über den Förderverein investiert worden, etwa um das Sakramentshaus zu erneuern und, will das gar nicht aufzählen. Und er sorgt natürlich dazu, dass die schönste gotische Kirche Hessens, das sage ich jetzt mal ungeniert, weil es so ist, auch publik gemacht wird, bekannt gemacht wird. Und insofern gibt es unter anderem auch eine große Schriftenreihe, Bücher, die sich mit der Stadtkirche befassen. Finden Sie alles an unserem Stand. Da gibt es ein Buch, das ist deutschlandweit unter Kennern hoch beliebt, kaum noch zu bekommen. Also nur so als Hinweis. Wir haben ein aktuelles Problem. Die Stadtkirche, ein toller Raum, aber natürlich hat man im Jahr 1260, als man anfing, diese Kirche zu bauen, noch nicht behindertengerecht gebaut. Und die Stadtkirche hat am Eingang eine kleine Treppe und wir stehen vor dem Problem im Zusammenhang mit der Denkmalpflege, das ist ein ganz heikles Thema, einen behindertengerechten Eingang zu schaffen. Wir arbeiten im Moment daran, dort eine nahezu unsichtbare Hubvorrichtung zu installieren. Da fährt man drauf, fährt runter und kann dann reinfahren, also wenn man mit dem Rollstuhl oder Rollator kommt. Kostenpunkt auch knapp 100.000 Euro, da sind wir eben dran. Die will ich jetzt hier nicht gleich mitnehmen, also damit da kein Missverständnis entsteht. Aber ich will nur sagen, wir sind nicht nur vergangenheitsorientiert, sondern auch gegenwartsorientiert in dem, was wir machen. Das klingt schon eher zukunftsorientiert. Zukunftsorientiert, ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich meine, die Stadtkirche ist ja eines der Wahrzeichen von Friedberg. Also man spricht immer nur über den Adolfsturm, aber mal ganz, also ich will jetzt keinem auf die Füße treten, die Stadtkirche hat schon architektonisch und auch von der Ausstattung her schon wesentlich mehr zu bieten. Also sie stechen ja jetzt bei mir was an. Also ich muss mal sagen, wir hatten hier ein Jubiläum der Chorweihe vor 10, 15 Jahren. Ich kann mich erinnern, das ist auch publiziert, dass es da hieß, diese Stadtkirche ist, zumindest was den Chorbereich angeht, eine der bedeutenden, europaweit bedeutenden Kirchen, was die Architekturentwicklung angeht. Das muss man mal sagen. Und einen Punkt, weil es da keinen Verein gibt, der liegt mir auf dem Herzen. 1260 wurde die Stadtkirche begonnen. Und gleichzeitig wurde von den gleichen Handwerkern, das kann man nachweisen, an den Handwerkszeichen, das Judenbad, also sagen wir in Friedberg, also die Mikwe gebaut. Und da sage ich schon immer, und jetzt bin ich ganz ungeniert, das ist Weltkulturerbe ersten Ranges, nur nicht offiziell, weil es die in dieser Form Europa und weltweit nicht gibt. Das muss man den Friedbergern mal gehörig hinter die Ohren schreiben, hingehen. Das ist jetzt mittlerweile außer montags jeden Tag morgens von 10 bis mittags um 17 Uhr geöffnet. Wer da noch nicht drin war, hingehen. Und wenn Sie hinkommen, erleben Sie fast schon sowas wie einen Schock. Es ist unglaublich. Sie gucken dann in die Tiefe, 25 Meter, wunderbar ausgebaute Wendeltreppe, architektonisch großartig. Also ich wollte mal für dieses Bauwerk hier an dieser Stelle auch ein bisschen Reklame machen. Also sehr Friedberg gut, ja. Hat echt schon was zu bieten, muss man Friedberg einfach sagen. Friedberg hat was zu bieten. Nicht und nur Vereine und Initiativen, sondern auch noch Bauwerke und noch so schöne und wertvolle. Ja, ja, ich will es nicht in die Länge ziehen, aber ich würde es ja gerne. Sie den Adolfsturm angesprochen haben. Der Adolfsturm ist Teil der Burg. Die Burg ist immer noch im Hoheitsbesitz des Landes Hessen, nicht in dem der Stadt Friedberg. Und die Burg gehörte nie zu Friedberg. Das war ein staatlich eigenes Regiment, das unter kaiserlicher Aufsicht stand und immer Gegner der Stadt. Und es ist ein schöner Zug der Friedberger, dass sie den Turm, dieses Symbol des Gegners, zum Stadtwappen erkannt. Das hat sonst, glaube ich, keine Stadt gemacht. Also die Stadtkirche steht wirklich für das Bürgertum in Friedberg. Der Adolfsturm überhaupt nicht. Aber toll, man geht hin und sagt, mit denen hatten wir immer Ärger und deshalb nehmen wir deren Turm jetzt in unser Stadtwappen rein. Das zeigt ja, dass Friedberg einfach inklusiv unterwegs ist. Genau das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja. Vielen Dank, Professor Gerne. Schubert. Schön, dass Sie heute hier sind.